Die Streifenwagen. Car City ist in guten Händen, wenn Matt und Frank auf Streife sind. Keiner traut sich Ärger zu machen, wenn diese beiden unterwegs sind. Sieht so aus, als hätte Matt etwas Verdächtiges entdeckt. Warte mal, das ist kein Verbrecher. Das ist Tom, der Abschleppwagen. Was macht er denn dort in der Seitenstraße? Oh nein, jemand hat eine Ladung brandneue Reifen aus Toms Werkstatt gestohlen. Keine Sorge, Tom. Die Jungs hier finden den Dieb und bringen dir deine Reifen zurück. Hey, was ist das? Sieht so aus, als könnte das ein Stapel Reifen sein. Aber nein, das ist nur ein Stapel Kartons. Was hat Frank denn da entdeckt? Reifenspuren. Die hat jemand hinterlassen, der sehr schnell gefahren ist. Wie ein Dieb zum Beispiel. Dieser Lastwagen hat auf seiner Ladefläche einen Haufen brandneuer Reifen. Das muss der Dieb sein. Oh. Die Jagd ist eröffnet. Beeilung, er entkommt! Du hast ihn fast, Matt. Bleib dran. Oh nein, der verbrecherische Lastwagen entkommt. Aber warum sieht Matt dann so fröhlich aus? Da ist Frank. Er hat sich wohl gedacht, dass der Dieb versucht, auf dieser Route zu entkommen. Ja, so sieht's aus, Sonny Jim. Du bist geschnappt. Und der einzige Ort, an den du jetzt gehst, ist die Polizeiwache. Wow, was für eine Verfolgungsjagd, Jungs. Und wie schlau von euch, den Weg des Schurken vorauszuahnen und die Straße zu blockieren. Tom wird sich sowas von freuen. Wo wir gerade von ihm sprechen, hier ist er ja. Keine Sorge, Tom, der fährt nirgendwo mehr hin. Und Matt und Frank haben auch deine Reifen sichergestellt. Jetzt kannst du dafür sorgen, dass jeder in Car City sicher auf der Straße fährt. Gute Arbeit, Jungs! Der Streifenwagen. Gut zu tun heute Nacht, was? Schön. Die Stadt wirkt auf mich so friedlich. Es scheint so, als würden alle Störenfriede schlafen. Leise, Matt.
Hast du da auch gerade jemand weinen gehört? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Schauen wir doch mal nach. Schau, da ist Ben, der Traktor. Hey Ben, hast du jemanden weinen gehört? Oh, okay. Wecken wir mal Gary das Müllauto auf. Vielleicht weiß er etwas. Hey Gary, entschuldige bitte die Störung, aber hast du irgendjemanden weinen gehört? Oh, okay. Also hier ist niemand. Lass uns die nächste Straße überprüfen. Das ist Susi, das kleine rosa Auto. Hey Susi, was machst du denn hier? Was ist denn los? Oh, die Straßenbeleuchtung ist kaputt und du hast Angst im Dunkeln. Ich verstehe. Du kannst nicht viel sehen, was? Ist schon gut, Susi. Jetzt bist du in Sicherheit. Aber du hättest deine Scheinwerfer benutzen können. Oh, deine Scheinwerfer sind kaputt. Kein Wunder, dass du Angst hast. Hab keine Angst, Susi. Matt bringt dich sicher nach Hause. Hey Matt, wo willst du hin? Ah, ich verstehe. Frank ist ja nur 2 Straßen von hier entfernt. Er wird dich hören. Hey Kumpel, wir brauchen deine Hilfe. Susi muss nach Hause und ihre Scheinwerfer sind kaputt. Die Straßen sind zu dunkel für sie. Kannst du uns helfen, Frank? Danke, Frank. Ihr zwei könntet Susi doch nach Hause begleiten. Keine Sorge, Susi. Matt und Frank passen auf dich auf. Hast du auch dieses Geräusch gehört? Wo kam das her? Schau dir diesen Schatten an. Sieht aus wie von einem gruseligen Monster. Sollten wir vielleicht umdrehen? Oh, es ist Billy, die Planierraupe. Er ist ein Schlaffahrer. Hey Billy, wach auf! Wach auf, Billy! Hey Billy, kannst du uns zeigen, wie wir am schnellsten zur Stadtmitte kommen? Großartig, Billy! Vielen Dank. Und Billy, bitte fahr nicht, während du schläfst. Tschüss, Billy. Bis später. Da sind wir, Susi. Du bist in Sicherheit. Tschüss, Susi. Und denk bitte daran, gleich als erstes morgen deine Scheinwerfer reparieren zu lassen. Matt, Frank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo Matt, hallo Frank. Was für ein schöner Tag, nicht wahr?
Amber, was ist los? Warum bist du so traurig? Oh, arme Amber. Hast du dein Licht verloren? Nur keine Sorgen, Amber. Frank und Matt werden dein Licht in 0, nichts finden. Erzählen wir ihnen, was passiert ist. Matt, Frank. Amber hat Probleme. Sie hat ihr Licht verloren. Ihr müsst ihr helfen, ihr Licht wiederzufinden. Amber ist in der Nähe vom Krankenhaus, Matt. Von dir aus links. Amber, Matt und Frank sind hier, um dir zu helfen. Okay, Matt und Frank, auf geht's. Schauen wir zuerst auf dem Spielplatz nach. Nein, hier ist es nicht. Matt? Frank? Vielleicht sollten wir andere Autos fragen, ob sie Ambers Licht gesehen haben. Vielleicht sollten wir bei Tom vorbeischauen. Er könnte uns helfen. Hallo, Tom. Wir suchen nach Ambers Licht. Hast du es vielleicht irgendwo gesehen? Fragen wir bei Gary dem Müllauto nach. Hallo, Gary. Hast du Ambers Licht gesehen? Kopf hoch. Ich wette, ihr findet jetzt Ambers Licht in 0, nichts. Was ist denn das, Frank? Ja, du hast recht. Das ist das Licht. Gut gemacht, Freunde. Aber wie sollen wir da jetzt rankommen? Wahnsinn, Frank. Was für eine tolle Idee. Bravo, Frank. Amber, Matt und Frank haben dein Licht gefunden. Wow. Es funktioniert einwandfrei. Bravo, Freunde. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Der Streifenwagen. Hallo, Matt. Hallo, Frank. Wie geht's euch zwei heute? Frank? Matt? Seht ihr diese Wände dort? Ich frag mich, wer da drauf rumgeschmiert hat. Du hast recht, Matt. Das gehört sich nicht. Wir müssen den Schmutzfink fangen. Matt, Frank, seht ihr das dort? Noch mehr Geschmiere auf den Wänden. Du hast recht, Frank. Das Geschmiere hier sieht dem auf der anderen Wand sehr ähnlich. Los, den erwischen wir auf frischer Tat.
In dieser Straße ist niemand. Lasst uns die nächste überprüfen. Schaut mal hier, Jungs. Ich glaube, wir haben unseren Übeltäter. Reifen hoch! Sie werden beschuldigt, entschuldige, Gary. Wir dachten, du wärst derjenige, der hier die Wände vollschmiert. Okay, diesmal finden wir den wahren Schmutzfink. Hier ist nichts Verdächtiges. Hier auch nicht. Hi, Lucy. Ja, schon klar. Du hast das Geschmiere auf den Wänden auch gesehen, nicht wahr? Ja, wir versuchen, den Schmutzfink zu fangen. Pass auf dich auf. Tschüss. Hey, was macht Billy der Bulldozer denn hier? Ich würde sagen, wir haben unseren Täter. Was immer du dort tust, Billy, hör sofort auf damit. Wir wissen, du bist derjenige, der die Wände hier in der Stadt beschmiert. Entschuldige, Billy. Ich glaube, wir haben da einen kleinen Fehler gemacht. Sieht so aus, als wärst du am Arbeiten. Bitte entschuldige unser Versehen. Wir wollen jetzt den wahren Schmutzfink fangen. Tschüss. Oh Mann, das war wirklich ein peinlicher Fehler. Wir müssen etwas vorsichtiger sein beim nächsten Mal. Du hast recht, Matt. Frank, wir können nicht einfach unschuldige Leute beschuldigen. Das ist unfair. Ich will ja nicht wieder vorschnell sein, aber irgendwas an Tyler, der so dicht an unserer fast beschmierten Wand der Polizeistation steht, kommt mir verdächtig vor. Was meint ihr, Jungs? Sollen wir ihn hochnehmen? Reifen hoch, Tyler. Wir wissen, du führst nichts Gutes im Schilde. Und einen Beweis haben wir jetzt auch. Haben wir dich. Oh, Tyler entkommt. Schnapp ihn dir, Matt. Schneller. Schneller, Matt. Ich weiß, Matt. Tyler ist zu schnell. Du hast recht. Lass uns Hector den Helikopter holen. Hey, Hector, wir brauchen deine Hilfe, um Tyler zu fangen. Komm schon. Tyler ist einfach zu schnell. Du musst einen Zahn zulegen, Hector. Komm schon, Hector, schneller! Lass ihn nicht entkommen! Dranbleiben, Hector, schnapp ihn dir! Grandioser Schachzug, Hector! Gute Arbeit! Danke, Hector! Ohne deine Hilfe hätten wir Tyler nie geschnappt. Tschüss, bis bald! Tja, da gibt es wohl wieder etwas gut zu machen, Tyler. Das nächste Mal solltest du etwas vorsichtiger sein. Gute Arbeit, Matt. Gute Arbeit, Frank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.